Hallöchen, meine lieben Pokémon-Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Platin Vogelpärchen Challenge. So. Wir begeben uns voran hier. Wir müssen jetzt Steine nach oben werfen. Und wir müssen irgendwie hier weiterkommen. So. So, das ist irgendwie ein Stein. Ja. Ja, mittlerweile weiß ich, was ich hier tun muss. Danke, Vesprit. So, die Steine müssen wir nach unten werfen, denn wir wollen ja schließlich Cyrus und Giratina aufhalten. So, boing, boing, boing. Muss ich nur zwei Steine runterwerfen? Irgendwie kommt mir das nicht richtig vor, wenn ich ehrlich bin. So, Problem ist, ich komme aber gar nicht mehr zurück, so in den Punkt, wenn ich gerade. Naja, gut. Und jetzt fahren wir nach oben, obwohl ich eigentlich dafür müssen noch. Ist gut. Huch. Es verzerrt sich hier alles. Blümchen verschwinden auch. Ey. Weg hier. Ihr Blumen. Weil ich eigentlich dachte, man muss jetzt in den nach unten wieder hin. Also jetzt nach unten, aber irgendwie fahren wir jetzt gerade wieder ganz weit nach oben. Huch. Schwupp. Irgendwie habe ich da das Gefühl, dass wir wieder da angekommen sind, wo wir gerade erst herkamen. Ich glaube, das muss aber sein, auch wegen dem Stein, ne? Wir mussten ja gerade so einen Stein, die Steine da oben kicken und sind ja bei einem über dieses Dings geöffnet, diese Bande. Daher kann es sein, dass wir deswegen jetzt hier unten wieder anfangen müssen, beziehungsweise von vorne anfangen müssen. Oder sonst irgendwie an einem Platz da kommen. So, Heps. Dann einmal Sofa. Hier gibt es keine Pokémon. Es wäre aber mal interessant gewesen, so hätten sie vielleicht mal einbringen können oder sollen oder so. Was soll ich denn da machen? Ich komme das auf die andere Seite ja gar nicht hin. Hä? Hey. Nein! Muss das da rein, wo du gerade stehst? Schätze ich mal, ich schmeiß einfach. Ja, das hat ihm gefallen. Gut. Etwas irritiert. Hä? Wie komme ich denn auf die andere Seite? Was kommt bei dir rein? Okay. Ich bin schon unterwegs, Vesprit. So. Bop. Gut. Zwei haben wir schon drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll jetzt gerade. Wir müssen auf die andere Seite. Ich spule mal ein bisschen vor jetzt. Weil jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Zack, 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 zack. Ich will ja nicht 10.000 Jahre immer das gleiche hier.
Oh. Ja gut, man sollte nicht immer alles denn, weil dann passiert nicht sowas. Was ich nicht verstehe, da drüben können wir rüber hüpfen, aber hier können wir nicht rüber hüpfen. So, im Grunde können wir jetzt hier so hin. Mann, lass mich doch mal da hinspringen. So. Das Problem ist nur, wir kommen nicht hoch. Bekannt, dass da mit dem das Problem ist, dass man trotzdem jetzt nicht weiterkommt. Also, wieder bin ich so blöd oder ich tue nur so. Was ist denn hier die Antwort? Hätte ich doch unten was machen müssen? Also beziehungsweise oben? Wir laufen jetzt gerade permanent im Kreis, so, ne? Hm. Hier vielleicht irgendwo lang? Hm. Okay, dann gehe ich jetzt hier oben wieder lang. Nein. Boah, du hast hier jemanden, die genießt wie, keine Ahnung, ey. Das hört sich auch immer an. Das tut sich mal nur. So. Das ist einfach nur. Das klingt. Hört sich aber nur total banal an. So, hier vielleicht. Guck mal, hier ist nämlich auch so ein Ding, was nach unten führt. Da holen wir uns irgendwie bei Cyrus auf. Hallo Cyrus. Nee, doch nicht. Hä? Hab ich hier gerade nicht Cyrus gesehen gehabt? Ja, hallo, Giratina. Okay. Oh, guck mal, wir brauchen den Kaskade. Wir können auch so benutzen, wir können auch so Wasserfälle runterfahren und dann hochfahren. Oh, Platsch. Hallo Torwurz. Ich glaube, mittlerweile weiß ich, dass ich die Steine da runterkicken muss. Patsch, auf den Wurz drauf. Platt. So, dann hoch hier. Turbo ist sogar der einfachste. Einfach nur ein Feld weiter schubsen. So. Jetzt? Ich hab alle Steine drinne. Mhm. Da ist eine Plattform erschienen. Und da vorne ist Cyrus. Wir haben es geschafft, vor uns liegt das Giratina. Du bist also schon hier. Warum willst du die Welt unbedingt verändern? Wenn du die Welt so her hast, dann such dir doch einfach eine einsame Ecke. Such dir einen Ort, an dem du einsam leben kannst und an dem du niemanden um dich herum hast. Warum sollte ich mich vor dieser Welt verstecken und einfach nur sitzen und warten? Ich will die Welt von der vagen und unverständlichen Vorstellung von Geist und Verstand befreien. Nur so kann unsere Welt wieder vollständig werden. Das ist meine Gerechtigkeit und keiner wird mich aufhalten. Ich werde nicht verlieren.
Nicht gegen ein schattenhaftes Pokémon, nicht in einer wertlosen Welt. So, Endkampf gegen Salus. Mit 5 Pokémon plötzlich. Weißt du, er ist. Wir haben früher mit ihm gekämpft. Alter, 45, ey. Und er ist immer noch ein Pflanzentrainer. Ich kapier's nicht. Er ändert sich nicht. Er war Pflanzentrainer. Da-da-da. So. Nur Eis, ne? Patsch. Ich hatte ein bisschen mehr Schaden gehofft. Vielleicht sollte ich eher Superzaun erstmal einsetzen und dann, aber. Naja. Verwurzler. Oh, lecker. Ich trinke gerade Bananennektar. Ja, lecker. Babab. Nach Erdbeere ist Banane für mich das Leckerste. Also jetzt sowas an Getränken und so. Klar, Melone schmeckt auch noch unglaublich super, keine Frage. Aber ich würde sagen, erst Banane, dann erst Erdbeer, dann Banane, dann Melone. Oh, lecker. Naja, heil du dich mal die ganze Zeit. So, mit dir. Aber gut, dass er seine Top-Genesung jetzt schon für eine Tuska aufgebaut hat. Das könnte uns zugutekommen. Ka oh nein. Das ist eine ziemlich schlechte Wahl. Oh nein. Ja gut, damit konnte man aber auch. Man zieht das nur so wenig ab. Ja. Nein. Ich hab's erwartet. Ich hab's erwartet. Also mit Carpels hat er jetzt echt überrascht. Ja, Mena wird natürlich das gleiche passieren. Mogelhieb. Das ist sogar sein Signature. Das ist sogar sein Signature-Pokémon. Hatte ich es aber nicht gesagt. Wir hatten Ekrol und Mena werden das nächste Pärchen sein. Warum muss ich es immer callen, wisst ihr? Warum muss ich es immer. Das nächste Pärchen ist klar, was ich einsetze. Ich kann schlecht Sylvana und Kyle gegen Pflanzen-Pokémon einsetzen. Sehr schön. Das war die Rache für Mekulomena. Ich muss dann gleich mal gucken, was wir dann wieder als nächstes reinnehmen. Dagegen wäre Dings jetzt echt genial, ja? Also unser. Oh nein, der kommt mit Erdbeben an. Der wird eindeutig gleich mit Erdbeben ankommen. Könnte problematisch werden, Freunde. Okay, wir haben ein ziemliches Problem jetzt. Also erstmal beiseite, dass Luke ja gerade auch gestorben ist. Wir haben ein ziemliches Problem. Und das muss Schaden machen. Ja, bitte schlag dich selbst. Wenn er sich jetzt schlägt, können wir es vielleicht noch retten. Uff. Ich hab gewusst, dass Schildterra kommen wird. Und dafür wäre McCool echt genial gewesen. Bewaldung, okay. Was ist eigentlich stärker? Maschbombe oder Ampelleuchte? Ja, ich werde da gucken. Attacken. Maschbombe hat 95 und 75, okay, das. Dann ist das ja irgendwie dann klar.
Gottes Willen, ich muss zwei Paare erneuern. Erstmal jetzt den Kampf hier hinter uns bringen, ne? Stopp! Alter, übertreib's noch, ey. Ich würde sagen, erstmal den Kampf hier noch hinter uns bringen, ne? Und das Riesenproblem ist. Wisst ihr was? Ich werde gleich einfach den Meisterball auf Giratina werfen. Und ein Fulipora. Warum bist du denn stärker? Schneller. Wie gut, dass er fast nichts abzieht mit Lebersauger. Ich glaube, Fulipora ist auch physisch schlimm, ne? Ehrlich, du machst ruckzuck-lieb. Wie mies ist das denn bitte? So, ich kann nur hoffen, dass Silvana einen Gigasauger aushält. Sollte aber auch klappen. Also ich wäre sehr überrascht, wenn Fulipora uns jetzt mit Zauberblatt oder Zauberblatt hat keine Volltrefferchancen. Nee, stopp! Oh, damit haben wir Cyrus besiegt mit 4 Opfern. Es ist einfach Wahnsinn, wie viel Pokémon der immer kostet. Das ist so krank. Doch Dani, hier könnt ihr das Pokémon so einfach besiegen oder fangen. Diese bizarre Welt ist nichts anderes als das Pokémon selbst. Das zu fangen oder zu besiegen heißt, diese Welt verschwinden zu lassen. Also gut, macht was ihr wollt. Anstatt die Welt zu reparieren, werdet ihr sie für mich zerstören. Na los, macht schon. Ihr seid meine Erben. Du darfst deinen Lügen nicht glauben. Es ist nicht möglich, dass ein Pokémon die Welt verschwinden lassen kann. Die Welt hat auf dich gewartet und nicht nur auf dich, auch auf deine Pokémon, auf diejenigen, die dir nahestehen. All diese Pokémon, all die Menschen wurden geboren, weil sie eine Rolle in dieser Welt spielen sollten. Davon bin ich überzeugt. Giratina wird auch weiterhin existieren. Die Zelle wird nicht verschwinden. Nur unsere Welt nicht. Lass uns Giratina treffen. Oh, ich werde mich aber erst um deine Pokémon kümmern. Ja, was mir sehr viel hilft. Dankeschön. Wie gesagt, ich werde, darf ich meine Pokémon auch erstmal wechseln? Jetzt helfe ich mit unseren. Nun werden. Ja, aber es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Du kannst Giratina besiegen und ihm die enge Band, das Thema der Pokémon verbindet, zeigen. Du kannst ihm zeigen, wie du wünschst, dass es sich dir anschließt. Just wird Giratina dich verstehen. Und die Verwindungen der beiden Welten sind auch weit aufhören. Alter, wir haben echt gerade fast alle unsere Pokémon verloren. Und dann auch Knuffi und Luke. Wie gesagt, ich werde gleich einfach einen Pokéball werfen. Pokéball ist ja schon den Meisterball. Weil ich habe keine Lust jetzt in Giratina zu finden. Aber das mit Cyrus ist immer wieder so typisch. Weil Cyrus ist bei jeder Nuzlocke. Also wenn ihr euch mal verschiedene Nuzlocks und so weiter anguckt. Ob jetzt Platin, Bloody Platin und so. Cyrus hier mal an dem Punkt einer der schlimmsten Gegner. Weil der kostet so viel Pokémon. So. Ist das ein Baby? Wir dürfen Giratina nur nicht einsetzen, das ist die Sache. Ja, wir dürfen Giratina einfach nur nicht einsetzen, weil es geschlechtslos ist. Wir sind 40. Hallo, Giratina. Bälle. Wir haben sogar 2 davon. Boah, wie geil ist das bitte schön, dass Cyrus uns den Meisterball gibt, der uns hilft, Giratina zu fangen. Mann. Ja, Giratina werde ich aber auch nicht umbenennen, weil wie bereits gesagt, wir dürfen es nicht verwenden. Ist geschlechtlos. Es wurde aufgrund seines Verhaltens verbannt. Aus der Zerrwelt schaut es auf die alte Welt. Nein. Ja, mach das mal. Giratina scheint uns verstanden zu haben. Dieses Pokémon.
dieses schattenhafte Pokémon wohl gefangen? Deine Handlung führt dazu, dass die irrationale Welt auch weiterhin existieren wird. Wird es dadurch für mich unmöglich, eine neue Welt zu schaffen? Selbst wenn ich eine neue rote Kette herstellen würde, könnte ich es keine neue Welt geben. Warum nur? Warum willst du die beiden Welten unbedingt beschützen? Ist der Geist so vage und unverständlich, so wichtig für dich? Der Ort, an dem wir geboren wurden, die Zeit, die wir leben, unsere Sprache. Ja, da unterscheiden wir uns, aber die Anwesenheit von Pokémon verbindet uns. Wir teilen unser Leben mit den Pokémon und wir werden immer glücklicher. Denn in einer Gemeinschaft sind wir so viel mehr als allein. Und weil wir zusammen an anderen leben, sind wir in der Lage, gemeinsam zu kämpfen und Pokémon zu tauschen. Mit wem auch immer wir wollen. Sei still! Hör auf mit deinem Geschwafel, so rechtfertigst du also den Geist und Verstand mit etwas Reifes? Weil das ist nur das armselige Hoffen der Menschen, die sich der Illusion hingeben, glücklich und sicher zu sein. Die Emotionen kochen in mir hoch. Wut, Hass, Frustration. Und diese schlimmen Emotionen entstehen aufgrund meines mangelhaften Geistes. Na genug, wir werden es niemals einig sein. Aber ich verspreche euch eines, ich werde die Geheimnisse dieser Welt aufdecken. Mit diesem Wissen werde ich dann meine eigene vollkommene Welt erschaffen. Und eines Tages werdet ihr aufwachen und ihr seid in meiner Welt. In der Welt ohne mangelhaften Geist. Und da bleibt er. Nur weil es Traurigkeit gibt, können wir Glück empfinden. Und aus Ärger wird Mitgefühl geboren. Lass uns nach Hause zurückgehen. Das Portal, bei dem sich Giratina befand, sollte uns zurück in unsere Welt führen. In den Legenden steht geschrieben, dass Giratina das Wesen auf der anderen Seite unserer Welt ist. Daher leuchtet es ein, dass es auch eine Verbindung zu beiden Seiten haben muss. Ja. Huch? Wir sind hier? Wir sind an der Scheidequelle. Soll ein Weg zu dem sein, was auf der anderen Seite ist. Hm. Wird nicht von Dinas Kira gesagt, dass das Leben auf der anderen Seite ist? Oh, das war jetzt aber unsehr unglücklich. Das war fantastisch. Du bist ein toller Trainer. Ich möchte dir im Namen von ganz Sinn danken. Und vergiss nicht, Professor Elvis Bescheid zu sagen. Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Geh doch mal an ihm vorbei. Klar. Why not? Hab ja auch nichts anderes zu tun, als jetzt ganz runter zu laufen. So, wir suchen jetzt erstmal ein Pokémon-Center. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Ich bin mega irritiert. Wo ist denn der Ort hier? Frühlingsfahrt? Oh, Route 214 sind wir. Das hat mich verwirrt jetzt gerade ein bisschen. So, Pokémon Center. Da. Wir müssen uns ja leider von 4 Pokémon jetzt verabschieden. Ey, oh, das ist so. Das ist genau das, was ich immer sagte. So, damit ist die Aufnahme der Session für mich jetzt auch beendet, weil ich muss 4 Pokémon nachtrainieren. So, erstmal Giratina. Was mal hier hinten nennen. So, dann. Erstmal mit euch, Mena. Ja. Es war ein bisschen krass zu sehen, dass bei dir die Anpassung uns da so reingehauen hat. Also wärst du wahrscheinlich ein sehr gutes Pokémon gewesen. McCool, auch für dich sollte es wieder nichts sein. Luke, ich bin etwas enttäuscht gewesen, dass du kein spezielles Kampf-Pokémon gewesen bist. Aber. Naja. Leb wohl. Oh, wir können Luke nicht wegpacken. Es wird bei uns bleiben. Na, sorry, Luke. Ich darf dich nicht mehr benutzen. Und Luffy. Das schöne Abend voraus. Mach's gut. So. Ja, 2 Pokémon nur. Ich werde gucken jetzt, also ich werde mir jetzt genau überlegen, welche Pokémon ich trainieren werde, weil das ist echt eine bescheidene Auswahl hier. Ich werde höchstwahrscheinlich vielleicht auch die anderen Fossilien nochmal ausbrüten lassen, weil da sind ja ein paar Pokémon, obwohl das ist einfach Quatsch schwer, weil wir haben schon 2 Gesteins-Pokémon. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, wofür ich mich entschieden habe beim nächsten Mal, beziehungsweise ihr seht das ja, wenn ich gleich trainiere, dass ich die wenn die Pokémon sich entwickeln, ja hier dranhänge. Jedenfalls, ihr schmeißt einen Daumen aufs Video, denkt daran zu abonnieren. Ich trainiere unsere Pokémon jetzt irgendwann mal so auf Level 45, sollte eigentlich passen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Cheerio!